Tiere, Insekten, Säugetiere, aber auch Landschaften und den Elementen. Und so mit den Jahren dann interessiert man sich natürlich auch über die Zustände drumherum. Und da habe ich mich gefragt, ja, was ist mit den unhörbaren Geräuschen? Im Ultraschallbereich, das, was wir nicht hören können, dann, das kennen Sie vielleicht in Ihrem von Fledermaus-Signalen oder Jagdlauten von Orcas oder Ortungslauten von Delfinen etc. Bis hin zu elektromagnetischen Feldern, die wir jetzt im Stadt-, im urbanen Bereich haben, von Leuchtmitteln und ja, technischen, elektronischen Geräten. Und da war ich auf der Suche nach diesen unhörbaren Geräuschen, die man dann mit den jeweiligen Detektoren in so einen hörbaren Bereich transponieren kann. Und da habe ich jetzt ein 20-minütiges Stück vorbereitet, das ich jetzt hier vorstellen mag. Und wir hören Geräusche von Säugern und auch von Leucht- und Lichtmitteln sowie anderen Dingen, die sowas erzeugen. Vielleicht kann die eine oder der andere sich da auf ein Bild zu machen, muss man aber nicht.